Tja, das dauert offensichtlich noch ein bisschen, denn der Ringsprecher, der hat sich jetzt mal kurz aus dem Cage verabschiedet. Also. Während Shinnet nur allein ihre ersten drei Kämpfe verloren hat, hat sie hier die ersten drei gewonnen. Macht MMA schon seit 2019. Bei Inferno FC 4 war sie in Aktion, hat einen schönen Rear Naked Choke hingelegt in der ersten Runde. Allerdings hat sie in ihrem letzten Auftritt im Januar diesen Jahres auch die erste Niederlage einstecken müssen. Aber die scheint sie ganz gut weggesteckt zu haben, kommt jetzt zumindest mit einem Lächeln in den Kämpfen. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Wäre jetzt merkwürdig, wenn sie immer noch niedergeschlagen wäre vor dem Kampf heute. Und sie will natürlich zurück auf die Siegerstraße und ihrer Gegnerin die vierte Niederlage in Folge beibringen. Jetzt muss man dazu sagen, bei den Mädels gibt es einfach nicht so eine Talentdichte. Da ist man ja teilweise froh, wenn man überhaupt einen Gegner findet. Und deswegen auch die Kollegin hier eingeflogen aus Irland. Auf der anderen Seite eine Chance natürlich für die Irin. Denn ansonsten hätten sie es wahrscheinlich etwas schwerer, Kämpfe zu bekommen. Ich würde hier gar nicht zu viel auf die Bilanz geben, denn ich glaube schon, dass der Kampf ein guter werden wird. Beide Mädels haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie kämpfen können. Und ich glaube, das werden die auch machen. Dürfen nicht vergessen, auch hier handelt es sich um einen Amateurkampf. Also insofern sind ja auch die Niederlagen alle noch sehr relativ zu betrachten. Es gibt noch einen Tale of the Tape, das schauen wir uns auch an. Ja, da sehen wir beide nochmal im direkten Vergleich. Beide in etwa gleich alt, 22 die Österreicherin, 21 die Irin. Was wir hier nicht sehen, ist die Größe der beiden. Da gibt es deutliche Unterschiede. 1,55 ist die Irin, 1,64. Also knapp 10 cm größer die Österreicherin. Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for 3 3-minute rounds in the 59-kilogram catchweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, she stands 155 centimeters.
search of her first MMA victory. Fighting out of Dublin, Ireland, she is Shemaine the Grenade Ninova. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner. She stands 164 centimeters tall and weighing in at 60 kilograms even. With an amateur record of 3 victories and 1 loss, she fights out of Vienna, Austria, Katarina Rychkova. And your referee in charge at the bell, Gerd Richter. Also, Sinead the Grenade aus Dublin in den schwarzen Shorts gegen Katarina Rychkova aus Wien. Oh, die direkt mit einem High-Kick beginnt. Oh, versucht direkt ihre Größe auszuspielen. Ja, und Sinead the Grenade, die kommt hier zum Ballern, trifft ein paar gute Hände, versucht die Distanz zu überbrücken und nimmt die Österreicherin runter. Aber kann sie sie kontrollieren? Nein. Ja, gut gemacht da. Sofort wieder auf die Knie gekommen. Rychkova versucht jetzt selber einen Takedown zu starten. Ich glaube, es wäre gut, wenn sie hier einfach mal einen halben Schritt rausgehen würde. Weiß nicht, warum sie sich jetzt hier auf den Clinch einlässt. Im Stand. Das sah doch ganz gut aus. Ah, die High Kicks scheint sie geübt zu haben, da. Also sehr, sehr wildes Duell hier schon in den ersten Minuten. Und die Irin fängt immer häufiger jetzt die Kicks ab. Und attackiert sofort mit dem Kick auf das übrige Standbein. Ja. Das macht sie sehr, sehr gut. Da kann man sich auch mal bei verletzen. Also muss sich was einfallen lassen, die Österreicherin. Besser vorbereiten, die Kicks. Rychkova ist hier ganz gut eingestellt, ihre Reichweite zu nutzen. Aber trotzdem kommt Nina Lane immer wieder durch. Ja, das erste Pulver scheint sie verschossen zu haben, Rychkova. Ja, und es ist schön, dass sie lang bleibt, aber sie darf nicht zurückweichen. Sie lässt sich die ganze Zeit in den Rückwärtsgang zwingen von der Irin. Sie muss mal stehen bleiben und mal eine lange Hand stehen lassen. Denn sobald sie im Vorwärtsgang ist, trifft sie hier auch. Ja, auch der Check-Hook funktioniert ganz gut mit der linken für sie. Aber sie muss mehr stehen bleiben, da bin ich bei dir. Das Gesicht der Irin schon leicht gerötet. Hat schon den einen oder anderen Treffer kassiert. Versucht jetzt hier per Bodylock irgendwie die Österreicherin runterzunehmen. Gute Anweisung da aus der Ecke. Auch umgesetzt von Rychkova. Deswegen kam sie da raus und wieder den Kick abgefangen. Also diese Bodykicks muss sie besser vorbereiten. Und wenn sie sie macht, dann auch schneller zurückziehen. Aber genau dafür sind ja diese Amateurkämpfe da, um solche Learnings mitzunehmen, nachher mit ins Gym. Ja, gut, jetzt hier etabliert die Position, aber die Irin holt sich mit dem Butterfly Hooks die Guard zurück. Also gefällt mir auf technischer Ebene ganz gut, was die beiden hier zeigen. Oh, das war knapp, also der Armbar. Ich wollte es nicht sagen, der Armbar sah sehr, sehr gut aus. Der war ziemlich tight, ziemlich eng. Aber die Zeit war abgelaufen. Nichtsdestotrotz, ich sag's nochmal, Sinead the Grenade, die gefällt mir hier gut. Ja, ja, also verkauft sich teuer, gibt hier alles, will mit ihrem ersten Sieg heute nach Hause fliegen. Und das wäre natürlich großartig. Wir schauen nochmal ein bisschen da rein. Hier immer wieder diese abgefangenen Kicks, vor allen Dingen diese Mittelkicks, zu gefährlich zu treten. Jetzt, ich hoffe, dass da auch aus der Ecke von Rychkova ein bisschen die Rückmeldung kommen wird. Und hier haben wir ein paar sehr hitzige Duelle im Stand gesehen. Einmal mehr abgefangen. Aber beide Athletinnen, muss ich sagen, am Boden technisch extrem stark. Schnell wieder hochgekommen, gut in den Scrambles. Vor allen Dingen Ninolan auch vom Rücken aus gefährlich. Also diese Armbar, das sah schon ordentlich aus am Ende.
Ja, ist stellenweise ein bisschen zu wild. Ich denke, das wird auch der Grund sein, warum sie diese drei Kämpfe bislang abgegeben hat. Läuft manchmal in Dinger rein, die sie nicht unbedingt kassieren müsste. Aber den Willen und das Kämpferherz, den hat sie auf jeden Fall. Und die Skills, die hat sie eigentlich auch. Jetzt versucht sie es selber hier mit einem Sidekick. Und das wird langsam hier zu einem offenen Schlagabtausch zwischen diesen beiden Damen. Also das gefällt mir gut. Gutes Match. Also vom Phänotyp extrem unterschiedlich die beiden, aber stilistisch ergänzt sich das hier super. Und Ninu Nalen hier mit den besseren Treffern jetzt im Stand. Verstehe gar nicht, warum sie jetzt abklincht, nachdem sie doch ein paar gute Treffer gelandet hat. Nee, verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat sie sich gedacht, okay, Ende der letzten Runde sah das am Boden gut aus, versuchen wir das nochmal. Aber es kostet natürlich auch Energie, da hinzukommen. Bin ich bei dir. Ich glaube, sie hätte sich einen Gefallen getan, wenn sie da ein bisschen im Stand geblieben wäre, weil da hat sie mir auch gut gefallen. Ich glaube, beide Damen sind auch mal ganz froh drüber, dass sie jetzt mal hier ein bisschen durchschnaufen können. Nicht, dass das hier nicht anstrengend wäre, aber zumindest muss man nicht die ganze Zeit die Übersicht behalten im offenen Schlagabtausch. Das ist ja fürs Nervenkostüm nicht unbedingt das Einfachste. So ist es. Und hier punktet Rychkova jetzt wieder und Ninolin lässt sich da so ein bisschen jetzt die Butter vom Brot klauen, aber schafft es sich zu lösen, geht wieder nach vorne. Ja, das ist wirklich einer dieser Kämpfe, die Kämpferin, die nach vorne geht, punktet. Jetzt wühlt sie sich da so ein bisschen rein. Das kann sie besser, die Irin, hat sie ja gezeigt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Ermüdung ist schon. Also Rychkova steckt ja immer wieder die Führhand schön raus. Darauf ist sie wahrscheinlich auch getrimmt worden, dass sie ihre Reichweite nutzt. Aber sie nimmt die Hand nicht zurück zum Kopf, wenn die Irin nach vorn stürmt. Weil was The Grenade hier die ganze Zeit tut, Jeanette The Grenade, ist, sie geht an dieser langen Führhand vorbei, arbeitet sich rein und trifft dann mit der rechten. Ja. Jeanette The Grenade, man kann es nicht oft genug sagen. Kommt so schön über die Lippen, ist eigentlich der beste Kampfname, den man sich da suchen kann. Auf jeden Fall. Schöne Knie da zur Innenseite des Schenkels. Trotzdem schafft sie es nicht, die Österreicherin hier aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die hat eine sehr, sehr stabile Base. Oh, harte Footstorms am Ende. Ja, und eine, wie ich finde, unglaublich schwer zu wertende zweite Runde. Ja, wir sind zum Glück keine Judges, Andreas Kaniotakis. Ja, auch zum Glück für die Kämpfer. Ja, aber... Vielleicht bringt uns ja das Replay, das wir gleich sehen werden, noch mal ein bisschen Informationen, wer diese Runde gewonnen haben könnte. Ja, und das war eine spannende Situation. Da hat nämlich die Irin so einen Sidekick gemacht und ist dann sofort in so eine Rechte reingefallen. Technisch ist das schon anspruchsvoll. Also, die kann was, keine Frage. Auch hier sehen wir lange Hände von Katarina Rychkova und dann clincht eben Ninolin ab und... Ja, das sah ein bisschen so aus, als wäre ihr der Druck da zu viel gewesen. Hier kam sie nochmal raus und sofort Rychkova mit dem Highkick. Also das scheint in ihrer DNA zu sein, in ihrem Muscle Memory, dieser Highkick. Der kommt wirklich ansatzlos. Ich habe eh das Gefühl, dass sie vielleicht aus dem Kickboxen kommt. Hat einen sehr, sehr seitlichen Stand, auch einen sehr, sehr breiten Stand. Eigentlich recht ungewöhnlich fürs MMA. Ja, und Sinead Grenade, die heizt jetzt hier das Publikum noch mal an und hat es geschafft, auch die österreichischen Fans auf ihre Seite zu ziehen mit dieser beherzten Vorstellung. Ja, also ich glaube, egal zu wem man hält. Oh! Von Rychkova und das war's! Da wollte sie zu viel. Hat sich noch mal hochgepeitscht und dann da fällt sie da quasi in diesen Armbar rein. Nicht, dass ich hier Rychkova was wegnehmen möchte. Die hat natürlich großartig reagiert. Aber was hat die für einen guten Kampf gemacht bis hierhin, die Nolan? Und da ist es einfach kurz vor Schluss nochmal. Und
Was für schöne Szenen hier. Wir sehen auf der einen Seite Ninuelen den Tränen nahe, beziehungsweise ich glaube sogar die eine oder andere Träne, die ist da geflossen. Und auf der anderen Seite Rychkova, der tut schon fast leid, dass sie hier gewonnen hat, nimmt sie in den Arm, tröstet sie ein bisschen. Und wir haben es gerade gesagt, Andreas, Sinead the Grenade, einfach ein bisschen zu wild, will da manchmal zu viel und kassiert dann unnötige Dinge. Und genau das ist hier passiert am Ende. Mensch, aber großartig reagiert von Rychkova. Schauen wir uns bestimmt gleich auch noch mal in der Wiederholung an. At an official time of 9 seconds in the third round, referee Gerd Richter called a stop to this contest, declaring your winner by submission due to an armbar, Katarina Rychkova! Katarina. Gratulieren zu deinem Sieg hier in Tirol. Du hattest zwei harte Runden. Wie fühlt es sich an? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich bin einfach excited. Ich bin einfach happy. So wie man hört, glücklich vor dieser Menschenmenge. Tirol, die im Ferne FC, die Halle gefällt dir in diesem Verlauf? Ja, ich finde die Halle super. Also werden wir dich in Zukunft ebenfalls hier sehen und auch bei weiteren Events. Yes, auf jeden Fall. Super, gratulieren.